Herzlich willkommen zum Online-Kongress Planet Birth – Die neue Erde beginnt jetzt. Mein Name ist Christa Kandl und heute freue ich mich auf ein Gespräch mit Harald Kautz-Weller. Harald ist Jahrgang 1966 und er ist Wissenschaftler im besten Sinne. Er hat Geologie studiert, hat sich aber auf dieses Fachgebiet nicht beschränkt, sondern ist einfach vielseitig interessiert und soweit ich das sehe, beschäftigt er sich mit allem derzeit Interessanten und ist in der Lage, viele Verknüpfungen herzustellen und vor allen Dingen auch Verknüpfungen zu dem, was wir Menschen wirklich sind, nämlich spirituellem Wesen, die hier auf der Erde inkarniert sind. Und heute möchten wir miteinander sprechen über Strukturen von Systemwechseln. Was ich besonders interessant finde im Zusammenhang mit diesem Kongress, weil es ja darum geht, wie diese neue Erde, diese neue Welt jetzt geboren werden kann und in welchem Prozess wir uns befinden. Herzlich willkommen, lieber Harald. Hallihallo. Ja, ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, finde das super spannend. Du hast jetzt gerade im Vorgespräch schon gesagt, dass solche Veränderungen immer nach einem bestimmten Plan ablaufen? Habe ich das richtig verstanden? Ja, es ist eine Struktur, hat Veränderung hat Struktur und die ist immer gleich in allen, also vom Fach her gesprochen, in allen nichtlinearen Systemen, wenn ich da eine Veränderung, in allen selbstorganisierten Systemen, wenn ich da Veränderungen haben möchte, dann durchlaufe ich immer identische Phasen, also strukturell identische Phasen. Vielleicht ganz, ganz kurz off-topic, falls jemand nach mehr von mir sucht, ich bin geschieden. Frau Weller hat sich verabschiedet, also nur noch Harald Kautz. Gibt noch viel unter Kautz Weller online, aber genau. Die neuen Sachen kommen immer ohne Weller raus. Nur für die Suchmaschine. Ich erzähle mal gerne, wie ich gelernt habe, weil da ist der Funken dann mit drin. Ich habe mich eine Weile beschäftigt mit Kybernetik. Und es gibt Kybernetik und Chaostheorie. Und es gibt ein Ursprungsexperiment, worauf sich im Grunde die gesamte Chaostheorie begründet hat. Und das sieht folgendermaßen aus, hat mit Gesellschaft überhaupt nichts zu tun. Man stelle sich vor, ein Aquarium. Mit einer Heizplatte unten und einer Kühlplatte oben. Und dann wärmt sich am Boden das Wasser auf und fängt halt an aufzusteigen, kühlt oben ab und fällt wieder runter. Und dann haben sie halt in diesem Aquarium die Möglichkeit gehabt, verschiedene Parameter zu verändern. Salzgehalt oder mit Alkohol verdünnen oder was auch immer. Einfach um die Konsistenz des Wassers zu verändern. Und je nachdem, wie die Konsistenz ist, bilden sich verschiedene stabile Fließgleichgewichte und Wirbel. Kann man sich jetzt vorstellen, wie, nehmen wir an, das Aquarium ist 1,5 Meter lang, dann habe ich da 5 Blumenkohlpflanzen nebeneinander stehen. Also wenn ich jetzt mit der Wärmebildkamera gucke, sind das stabile Gebilde. 5-mal Blumenkohl nebeneinander und es fließt ganz gleichmäßig. Das ist eine stabile Ordnung. Das kann ich jetzt schon mal übertragen wie auf eine gesellschaftliche Ordnung. Wenn ich jetzt, sagen wir, den Salzgehalt langsam erhöhe, dann ist irgendwann diese Ordnung nicht mehr angemessen. Es möchten sich andere Wirbel ausbilden. Aber weil ich eine Ordnung einmal etabliert habe, sagt man in der Theorie, die ist metastabil. Die lässt einfach nicht los. Wenn ich jetzt direkt mit dem anderen Salzgehalt anfangen würde und dann anfange zu heizen, bildet sich schon was ganz anderes aus. Aber wenn ich langsam den Salzgehalt verändere, klebt diese alte Ordnung in dem Aquarium fest und weigert sich einfach zu gehen. Bis zu einem Punkt, wo sie nicht mehr haltbar ist. Und dann passiert was ganz Interessantes. Dann bilden sich an den Berührungspunkten dieser Blumenkohlwirbel, bilden sich chaotische Fließmuster aus.
Das heißt, da kommt jetzt nicht ein Fließgleichgewicht, was in der Wärmebildkamera immer konstant aussieht, sondern plötzlich chaotische Bewegungen, wo ich chaotische Wärmeflüsse kriege und das mal so und mal so ist und alles ins Chaos fällt. Und in diesem kleinen Bereich des Chaos zwischen den großen stabilen Formen findet sich eine neue Ordnung. Und in dem Moment, wo da eine neue Ordnung entstanden ist, nennen wir mal das einen kleinen Rosenkohlkopf, passiert was ganz Spannendes. Dieser Rosenkohlkopf ist stabil, schmeißt alles in seiner Umgebung ins Chaos und reproduziert sich. Das heißt, plötzlich habe ich ganz viele Rosenkohle, die durch die Gegend schwirren und sich in der Fläche quer durch den Blumenkohl fressen und den Blumenkohl innerhalb von Sekunden auflösen. Ich finde eine kleine, stabile Ordnung im Detail. Diese Details replizieren sich ganz oft. Und dann erst, wenn die Blumenkohle zerbrochen sind, wandern die Rosenkohle an einen Stamm, der sich bildet, und bilden die neue Form aus. Mhm. Als ich dieses Experiment gesehen habe, war mir mit einem Schlag klar, warum Palästina zum Beispiel der Ort ist, der es ist. Warum alle Weltreligionen ihren Ursprung in Palästina genommen haben. Das kann man eins zu eins übertragen. Ich habe drei große Ordnungssysteme, Europa, Asien, Afrika, jeweils mit ihrer stabilen geopolitischen Struktur und Ordnung. Und ich habe sogar einen Trippelpunkt da unten, wo sich alle drei Systeme berühren. Das heißt, wenn eine Ordnung nicht mehr angemessen ist auf dem Planeten, eine gesellschaftliche Ordnung, dann habe ich genau in diesem Zwickel Chaos, und das sieht man in der Geschichte von Palästina, da ist eine Eroberermacht nach der anderen drüber gezogen, hat alles in Schutt und Asche gelegt, die Bevölkerung massakriert oder umgesiedelt, da war immer Chaos. Und aus diesem Chaos heraus sind Ideen entstanden. Mhm. Wie der monotheistische Glauben, wie das Christentum, und als Idee mit sozusagen der Form im Kleinen, nehmen wir jetzt Jesus und die 12 Apostel als Form im Kleinen mit ihren Familienanhängen, hat sich was Kleines stabilisiert, hat sich eine neue Denkordnung, eine neue spirituelle Weltsicht formiert, und die war so stabil und so faszinierend und so fortschrittlich, dass sie sich repliziert hat und angefangen hat, sich durch die Kontinente zu brennen. Das heißt, diese kleinen Rosenköhlchen haben sich durchs Byzantinische Reich gebrannt und halb Europa erobert, haben sich als Christentum auch nach Afrika reingebrannt, bis nach Indien, Kaschmir ist teilweise christlich. Also in alle Subsysteme ist diese neue Ordnung reingewandert. Und da kann ich sehen, dass ich im Grunde dieses rein mathematische Modell aus der Chaos-Theorie übertragen kann auf jede gesellschaftliche Veränderung. Das heißt, was wir suchen, ist keine Revolution. Eine Revolution ist der Versuch, ein System durch ein anderes zu ersetzen, ohne durchs Chaos zu gehen. Hat noch nie funktioniert. Das Chaos ist immer ausgebrochen. Mhm. Es lässt sich nicht vermeiden, weil nur in dem Chaos kann sich eine stabile Ordnung finden von alleine. Mhm. Ich kann definitiv sagen, dass wir, wenn wir etwas leben wollen, das in Kleinststrukturen beginnen müssen. Mhm. Dass jemand, der eine Vision hat, diese Vision testen kann, dann 12 Leute um sich versammelt und eine kleine Lebensgemeinschaft aufmacht. Und wenn die mit dem, was da an neuem Spirituellen da ist, schon zu 12 nicht klarkommen, dann sollen die sich nicht anmaßen, die Welt zu verbessern. Wenn sie aber zu 12 klarkommen und plötzlich die Lebensfreude, die Energie, die Glückseligkeit da in den Himmel schießt in dieser kleinen Gemeinschaft, dann taugt sie als Modell. Und die Leute gucken rein und sagen, hey, was macht ihr da? Ist ja geil, das machen wir jetzt auch. Mhm. Und das ist völlig kontrollfrei. Das ist wirklich so, dass nur das einzig Gesunde, was der Mensch eigentlich noch an sich hat, dieses Prinzip der Inspiration. Dass wir durch gegenseitige Inspiration die neue Form finden und durch Inspiration die Form weitergeben. Mhm. Und die es tatsächlich ist, setzt sich durch. Mhm. Als einfach so als Grundgedanke, welche Organisationsform für uns fruchtbar sein kann. Und das ist die einzige. Mhm. Sich einer politischen Partei anschließen und sagen,
oder eine gründen, wir müssen die Demokratie jetzt nutzen, um bessere Macht auszuüben oder den Lagern, die sich gerade gebildet haben, hinterher zu hinken und sagen, wenn wir Trump wählen oder Q followen oder was auch immer die Leute gerade in der Birne haben, das ist es definitiv nicht. So funktioniert Wechsel nicht, so funktioniert Veränderung nicht. Das heißt, die Veränderung kommt letztlich, beginnt die immer in einem selber, ne? Und man beschließt für sich, ich mache das jetzt anders, völlig unabhängig davon, was alle anderen machen. Und wir können auch schon Themen lokalisieren. Also eine Veränderung, wo ich ganz klar sehe, dass die mit inbegriffen sein wird und muss, es geht nicht anders, ist der Wechsel von Mangeldenken in Fülle. Und da kann man auch wieder Prozesse sehen. Das ist wie in der, eigentlich wie in der Medizin. Wenn ich eine chronische Krankheit habe und die heile, sagen wir, also am besten bekannt ist es aus der Homöopathie, wenn ich den Körper befähige, sich selbst von einer Krankheit zu heilen, dann gehe ich durch eine Phase der Erstverschlimmerung. Dann wird der Körper in eine Krise gestoßen, die so krass ist, dass er Antworten finden muss. Und wenn er die Antwort gefunden hat, dann hat er die Kraft zu heilen. Und was wir definitiv haben als kollektive Krankheit, ist dieses Mangeldenken. Wir sind der Meinung, es ist nicht genug da, deswegen krallen und grabbeln und reißen wir an uns, was wir kriegen können, enthalten es den anderen damit vor und erzeugen Mangel, der völlig überflüssig ist, also sinnlos. Ja, dann sehen die anderen, oh Gott, alles, was es gibt, ist schon im Besitz. Für mich ist nichts über. Das verstärkt wieder dieses Mangelgefühl. Dann fangen die Leute auch an zu krallen. Und so sind wir gegangen durch eine Phase von einer völlig hirnlosen, irren Kommerzialisierung aller Lebensbereiche. Früher war Kommerz nur für den Long-Distance-Handel. Also wenn ich Salz gegen Gold tauschen wollte, dann musste da irgendwie über Karawanen gehandelt werden und ansonsten waren die Leute Selbstversorger oder haben mit ihren Nachbarn getauscht. Da hat es das alles nicht gebraucht. Da war das Leben in Fülle. Nur wenn irgendwo Überfluss war, haben die Leute gesagt, hey, den schicken wir mal woanders hin, wo es was anderes im Überfluss ist, was wir brauchen. Und so ist diese Handelsidee entstanden. Salz von der Küste, Erz aus den Bergen und schon sind alle noch einen Tacken glücklicher, aber in Fülle. Und ja, was du da beschreibst, weiß ich jetzt gar nicht, ob da jeder das so sofort Ja dazu sagen würde, weil uns wird ja auch ein ganz anderes Geschichtsbild eigentlich vermittelt. Also es klingt ja oft so, als wäre das Leben früher sehr, sehr ärmlich und hart und in Not nur gewesen, ja? Ja, das wird vermittelt. Und wenn ich nur rechne, was rechenbar ist im Mangel, nämlich Bruttosozialprodukt, dann ist das auch so. Dann kann man sehen, wie das Bruttosozialprodukt und das Pro-Kopf-Einkommen von Jahrhundert zu Jahrhundert langsam gestiegen ist. Aber wenn ich tatsächlich drüber nachdenke, haben die Leute zu essen gehabt? In die meisten Zeiten ja. Ist es eine höhere Lebensqualität, wenn ich meinen Garten habe, aus dem ich alles nehme, was ich zum Leben brauche? Oder ist es eine höhere Lebensqualität, wenn ich bei VW am Fließband sitze? Ich weiß gar nicht, ob VW mit Fließbändern arbeitet oder nicht. Egal, ob ich irgendwo an Fließbändern sitze, mich zu Tode qualifiziert habe, meine Lebensqualität abgegeben habe, um dann bei all irgendwas zu essen zu kaufen, was weder Nährstoffe hat, noch gesund ist. Die Frage am Bruttosozialprodukt gemessen, ist der bei Aldi kauft, natürlich reicher. Aber ist er reicher im Leben? Oder ist derjenige, der jeden Morgen, wie wir das hier machen, wir haben halt angefangen damit, Zellen zu bilden. Ich gehe jeden Morgen in den Garten und gucke, was reif geworden ist. Ja, und nehme mir das und werfe das direkt von der Pflanze in die Pfanne oder schnippel mir einen Salat. Und die Lebensqualität finde ich nirgendwo sonst. Bin ich jetzt ärmer, weil ich das nicht kaufen muss, oder bin ich reicher, weil ich das nicht kaufen muss?
Ja, ich empfinde es auch so. Also auch dieses einfach wieder ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass wir ja alles von der Erde geschenkt bekommen. Es wird immer so viel von sich erden und sowas gesprochen, aber das ist tatsächlich irgendwie diese Rückverbindung zur Erde, die bietet uns alles. Und wenn ich einen Blick in die Natur werfe, dann sehe ich, was Fülle ist. Also bei uns sind jetzt wieder die Apfelbäume reif und wir haben in Franken solche Streuobstwiesen. Das ist unfassbar, was da an Fülle von der Natur geschenkt wird. Und das macht sie überall so. Wobei tatsächlich der Prozess, also aus meiner Perspektive, ein innerer ist. Also ich bin 2012 für ein Jahr nach Norwegen gegangen und habe ein Jahr lang kein Geld angefasst. Ich hatte einen Deal mit einer Firma, ich arbeite für die, mache alles, was die von mir erwarten, verlangen. Gehalt wird nach Hause geschickt zu meiner Familie. Einmal im Monat kann ich einen Kurzbesuch machen, um meine Kinder zu besuchen. Und ansonsten war ich im Grunde deren Sklave. Ich habe bei denen gegessen, ich habe bei denen geschlafen und ich habe außer hin und wieder mal eine Parkuhr zu bestücken, wenn die anderen kein Kleingeld hatten, kein Geld angefasst. Und das war ein Jahr, wo ich mich selber von diesem Aufrechnen verabschieden konnte. Weil ich war so gesehen in Fülle von meinem Alltag her und hatte einfach ein Jahr lang Zeit, dieses Trauma ständig im Mangel zu sein und nicht zu wissen, wie ernähre ich nächsten Monat meine Familie, wovon bezahle ich die Miete. Das war alles weg. Dieser ganze Druck war einfach für ein Jahr komplett weg. Und in dem Jahr ist einiges geheilt. Und das Witzige war dann, das Letzte, was ich in Oslo gemacht habe, war, ich habe ein Buch gefunden, diese Sonnendiebe von Kara St. Lewis, was ich unbedingt lesen wollte. Und ich habe gemerkt, die schreibt zu kompliziert, ich verstehe dieses Englisch nicht. Und ich wusste genau, wenn ich zu Hause wieder bin in Deutschland, muss ich mir ein Lexikon schnappen und muss dieses Buch für mich übersetzen. Also mich da durchkämpfen, übersetzungstechnisch. Und es so weit hinkriegen, dass ich verstehe, was da drin steht. Weil einfach so lesen ging halt nicht, dafür hat es nicht gereicht. Und ich war eine Woche in Deutschland, krieg einen Anruf von einer Verlegerin, die ich nicht kannte. Sie kannte mich über Hörensagen von anderen und sie bietet mir an, die bezahlte Übersetzung von genau dem Buch. Das heißt, ich hatte mein Spirit so weit, dass ich von Herzen gegeben habe, ohne drüber nachzudenken, ob ich etwas bekomme dafür oder nicht. Ich war einfach getragen. Mein Spirit war so weit, dass ich von Herzen geben konnte, was ich zu geben hatte. Und wenn ich das ins Universum rausschicke, Gesetz der Resonanz, kommt von Herzen zurück, von anderen Menschen, was ich zum Leben brauche. Mhm. Und diesem, also das Vertrauen in dieses Prinzip zurückgewinnen. Mhm. Da ist der eigentliche Schlüssel, weil ich habe danach nie wieder, ich habe mir das zum Prinzip gemacht, als ich gesehen habe, aha, so funktioniert es, da habe ich mir das zum Prinzip gemacht, dass ich keine Rechnung mehr stelle. Wenn ich irgendetwas für irgendwen tue und der mich fragt, was kriegst du dafür, weiß ich doch nicht. Mir ist auch egal, ob du mir das gibst oder ob jemand anders mir das gibt. Ich gebe von Herzen, also wird von Herzen zurückgegeben nach dem Prinzip der Resonanz im vollen Vertrauen in diese höhere Ordnung der tatsächlichen Schöpfung. Alles, was die Menschen draufgesetzt haben, ist ja ein künstliches Zwangssystem, was irgendwie mehr zur Matrix als zur Schöpfung gehört. Wenn ich mich dem anvertraue, diesem System, dann bin ich natürlich im Mangel und muss arbeiten, um zu bekommen. Und wir haben so welche Wunder erlebt. Also das fing an mit Kleinigkeiten. Vortrag irgendwo, kein Spritgeld im Portemonnaie, kein Sprit im Tank. Ich muss aber am Nachmittag irgendwo anders sein. Nicht in Panik gehen, keinen Kopf drüber machen, das Universum trägt uns. Morgens den Briefkasten aufmachen, kleine Postkarte mit einem Aluminiumfolie drin, 50 Euro Dankeschön für irgendeine Inspiration, die ich mal im Netz abgelassen habe. Punktgenau auf, bis hin zu eigentlich Luxuswünschen. Meine Liebste brauchte einen großen Rosenquarz für ihren Kristallgarten als Erdenhüter. Und da war überhaupt kein Budget für da. Die sind teuer. Ne? Die kommen dann aus Madagaskar, wiegen 360 Kilo und kosten richtig Geld. Und es war kein Geld da. Und irgendwann kam der Anruf vom Großhändler, wir haben jetzt 7 Rosenquarz
Stücke in der Größe, wie ihr gefragt habt, da. Bringen wir euch ein oder gehen die in Großhandel, sind sie erstmal weg und das Thema ist für ein Jahr passé. Und es war einfach kein Geld in der Kasse, um den bezahlen zu können. Und dann dachte ich, na gut, dann frage ich mal einen Freund, der hat, ob er uns was leiht. War aber gar nicht nötig, weil ich mache meinen E-Mail-Account auf, um ihn anzuschreiben und sehe, da ist eine Spende über PayPal über 18.000 Euro. Genau, eine Stunde, bevor wir das Geld für den Stein brauchen. Mhm. Ja, es ist dieses Prinzip von Manifestieren, das brauchen wir. Mhm. Das muss einfach nur klar sein, das ist das, was zu uns kommen soll. Ich kann es nicht erzwingen, aber ich kann geben, was ich habe. Mhm. Und das macht die Rechnung glatt und das funktioniert einwandfrei. Mhm. Jetzt seit 8 Jahren stelle ich keine Rechnung mehr. Mhm. Und da ist auch wieder eine klare Struktur drin. Die Lösung kommt nicht aus dem Handeln. Ich kann das Handeln nutzen, um meinen Spirit umzugewöhnen, um mich selbst zu heilen. Ist das korrekte Handeln hilfreich? Aber die tatsächliche Lösung kommt über die Heilung im spirituellen Bereich, das Loslassen von Glaubenssätzen, das Aneignen von neuen Glaubenssätzen, das Vertrauen fassen in die Welt, in der wir eigentlich leben wollen, halt in Fülle zum Beispiel. Und wenn ich diese innere Transformation durchmache, dann reagiert das Universum genau auf die Art und Weise, dass ich das bekomme. Also einfach der Fokus ist nicht, wie mache ich das, sondern der Fokus ist auf, wie fühle ich, während ich handle. Mhm. Anders sehe ich da keine hinkommen. Also wo bin ich hingekommen, wenn ich... Und man kann sich das auch schnell verderben lassen. Wir hatten mal jemanden im Bekanntenkreis, der hat diesen Schritt in die Fülle nicht richtig hingekriegt. Und immer wenn der genommen hat, hat er gierig genommen. Und hatte Schwierigkeiten, Dankbarkeit zu zeigen. Und das hat mir auf Dauer die Freude am Geben verdorben. Mhm. Und als die Freude am Geben verdorben war, stelle ich plötzlich fest, es kommt nichts mehr rein. Mhm. Was logisch ist, wenn ich nicht mehr in Freude gebe, kann mir niemand in Freude geben. Und die meisten Menschen sagen nicht, naja, ich gebe jetzt trotzdem, auch wenn es mir keine Freude macht. Die geben dann nicht. Mhm. Also es ist ein sehr filigranes Machwerk, was aus der spirituellen Reife oder Heilung rauskommt. Wenn es aber im Inneren perfekt ist, wälzt sich das gesamte Universum drumherum auf eine Art und Weise hin, dass es das bedient. Mhm. Du trägst aber in dir auch ein Bild, so ein Zukunftsbild, oder wie machst du das? Weil du eben von dem, ich weiß nicht mehr, wie du es genannt hast, von der zukünftigen Welt oder Erde oder so gesprochen hast, trägst du da irgendwas in dir? Mit Unsicherheitsfaktoren. Also ich trage definitiv in mir, wie ich leben möchte. Mhm. Aber dazu brauche ich die Welt nicht. Mhm. Das lebe ich aus freien Stücken, aus freier Entscheidung. Da kann mich niemand dran hindern. Mhm. Und das macht sich im Umfeld bemerkbar. Es holpert und stolpert hier und da. Nicht alle, die kommen, wollen auch bleiben. Aber es wird langsam. Es wird mit jedem Anlauf wird es besser und besser und besser. Wenn ich an eine Zukunft denke, das ist unser aller Zukunft. Über die entscheide ich nicht alleine. Ich kann halt nur das leben, was ich leben möchte. Und das ist halt diese bedingungslose Fülle, loslassen. Alle menschengemachten Regelwerke dürfen gehen. Ich will keine Regierung, weil ich nicht regiert werden möchte. Mhm. Also alles, was Hierarchie ist, weg. Die Konsequenz ist, ich verhalte mich nicht mehr zu Hierarchie. Ich sehe zu, dass ich diesen Menschen, wenn sie mir begegnen, zu 100% auf der menschlichen Ebene begegne. Und völlig ignoriere, dass sie sich als Teil einer Machtstruktur verstehen. Also ich muss das in mir klarkriegen. Und wenn ich
keine Resonanz mehr habe, ich bin da noch nicht ganz, gerade was Staatsautorität betrifft, merke ich immer wieder, das holt mich ein. Dann werde ich doch wieder von der Autobahn gewunken, von der Polizeistraße. Sie sind der Meinung, irgendwas müssten Sie bei mir finden, was Sie gerochen haben. Also ich bin da noch nicht ganz raus in dem Bereich, aber das Ziel ist, da so weit rauszukommen, dass ich keine Resonanz mehr auf Hierarchie habe und mir Hierarchie dann auch nicht mehr begegnet. Und ich kenne Leute, die sind tatsächlich raus aus dem System. Die haben keine Meldeadresse, die haben keine Krankenversicherung, die zahlen keine Steuern. Keine Staatsautorität dieser Welt weiß, wo sie sich aufhalten. Weil die Resonanz komplett gelöscht ist. Wenn das alle Menschen machen, was machen dann die Regierungen? Es ist 100% Eigenverantwortung, ne? Ja. Weil klar. Dann hast du auch nicht mehr jemanden, wo du sagen kannst, der fängt mich auf, ja, wenn irgendwas ist. Ja, ich will ja auch nicht aufgefangen werden. Ja. Ich will ja aus meiner Kraft heraus auf meinen eigenen Beinen stehen. Und ich weiß, mir passiert auch nichts Unangenehmes, wenn ich das nicht mir selbst kreiere. Mhm. Ja, wir leben ja nicht in einem Universum, wo uns Dinge zustoßen. Wir leben in einem Universum, wo wir uns das, was wir erfahren, selbst kreieren. Durch Glaubenssätze, durch Gesetz der Resonanz, durch Karma. Und wenn irgendwas kommt, was tendenziell unangenehm ist, dann habe ich mir das bitte anzugucken. Dann ist da was. Und wenn ich das verstanden habe, was da ist, dann geht das Unangenehme auch. Und das Universum ist kein Biest, was gleich hart zuschlägt. Das Universum klopft und sagt, hey, guck doch mal, da ist was. Und wenn ich Augen, Ohren verschließe, dann schubst es ein bisschen und wenn ich denke, ich könnte die Bewegung abfangen und weiterlaufen in die gleiche Drecksrichtung, dann kriege ich einen Tritt in den Hintern und dann stellt es mir ein Bein und dann bricht es mir ein Bein und wenn ich gar nicht lernen möchte, dann bricht es mir auch irgendwann das Genick. Aber das habe ich doch selbst zu verantworten, wenn ich auf die leisen Töne nicht höre. So gesehen, Sicherheit ist etwas, das kann gehen. Ich brauche keine Sicherheit. Sicherheit ist der Versuch, sich jämmerlichst vorm Karma zu drücken. Das hat überhaupt keinen Stil und überhaupt keine Würde. Also aus meiner Wahrnehmung. Und wie machst du es mit, ja, mit diesen energetischen Verbindungen? Also wir sind ja auch irgendwie alle miteinander verbunden. Und manche Menschen spüren sehr stark, ja, was so im morphogenetischen Feld oder wie auch immer man das nennen mag, hängt, ja, und fühlen sich davon beeinflusst und warten vielleicht auch deshalb darauf, dass doch möglichst viele andere auch irgendwie einen Bewusstseinssprung machen. Wie gehst du mit diesen Einflüssen um? Ja, prinzipiell die darauf warten, dass die anderen einen Schritt machen, werden nie einen Schritt machen, weil die anderen darauf warten, dass sie einen Schritt machen. Mhm. Gesetz der Resonanz. Also wird es nichts. Mhm. Prinzipiell die Schritte, die ich mache, da ich habe das Gefühl, das ist durchaus, da besteht eine Chance, dass das ein kollektiver Prozess wird, weil ich viele Menschen sehe, die sich in die Richtung sehnen. Auch wenn ich im Moment wenige sehe, die Schritte tatsächlich gehen und gebacken kriegen. Einmal voll bewusst werden heißt, im eigenen System alle Traumata, alle Traumen heilen. Ein Trauma ist immer eine Blockade, die macht einen Teil von mir, drückt die ins Unterbewusstsein und das hole ich wieder hoch, um alles, was in mir ist, auch voll bewusst fühlen zu können. Das ist sozusagen der erste Schritt. Der zweite Schritt ist für mich, wenn das alles fließt, bedingungslos ins Mitgefühl zu kommen. Und da sind zwei kritische Punkte. Wenn ich selber voll bewusst bin, ist jedes Gefühl einfach nur ein Gefühl. Wenn ich traumatisiert bin, ist ein Gefühl eine Bedrohung. Ist ein Gefühl unerträglich. Das ist der Standardzustand, in dem die meisten Leute mit dem Fühlen sind, dass da, wo sie traumatisiert sind, sie A, kein Mitgefühl haben können, im besten Fall Mitleid. Und es ist aber auch ganz schrecklich. Wenn alles geklärt und geheilt ist, ist jedes Gefühl einfach nur ein Gefühl.
Ja, da ist Schmerz genauso neutral, wertneutral wie Freude oder Trauer oder Humor oder was auch immer. Also alle Dinge sind wertneutral. Und dann ist es auch überhaupt kein Problem, im Mitgefühl zu sein. Wenn ich im Mitgefühl feststelle, in Syrien verhungern die Leute und verlieren ihre Häuser und leben in Angst und Schrecken und Bombenterror, dann kann ich mich da reinfühlen und fühle mit und weiß dann, ah, so fühlt sich das an, so etwas zu durchleben. Und es ist aber kein Beinbruch, es ist einfach nur ein Gefühl. Mhm. Das ist sozusagen die erste Phase der Klärung im Sinne, da Freiheitsgrade reinzukriegen. Und irgendwann, wenn dieser Heilungsprozess durch ist, gibt es nochmal einen Wechsel hin, wo die Gefühle nicht etwas sind, was mit mir passiert, sondern ich entscheide, was ich fühlen möchte. Das heißt, der gesamte Emotionalkörper wird zum Werkzeug des Schöpfens, zum Werkzeug des Manifestierens. Mhm. Ich habe eine Vision. Und wenn ich diese Vision mit Gefühlen auflade, dann manifestiere ich sie. Mhm. Das ist ein anderer Umgang mit diesem bioenergetischen Emotionalkörper. Den kann ich aktiv kreativ nutzen, mhm. statt ihn zu erleiden und zu erdulden, was im Moment eigentlich der Standard ist. Mhm. Ja, oder ihn auszubeuten als Energiequelle, wenn ich sexsüchtig durch die Gegend laufe und versuche, möglichst viel Gefühl zu triggern, weil ich davon mich ernähren kann. Das muss auch alles nicht sein. Also es gibt einen anderen Umgang mit dem ganzen Thema Fühlen, der dann kreativ und wunderbar ist. Und in die Richtung sehe ich auch den Wechsel kommen. Dass Menschen in der Lage sind, das zum neuen natürlichen Miteinander werden zu lassen. Wobei, da ist eine Einschränkung bei, ich glaube nicht, dass alle Menschen dorthin gehen. Mhm. Ich glaube nicht, dass alle Menschen diese Prozesse durchleben werden, sondern würde ich sagen, es gehen Gerüchte um, dass wir ein Ereignis kriegen. Mhm. Was eine bestimmte Qualität hat, wo sich Wirklichkeiten voneinander trennen. Weil ich sehe kein einheitliches Streben zur Glückseligkeit bei den Menschen. Ganz viele Menschen wollen noch ihre Dramen erleben. Und es ist ihr gutes Recht. Die Erde ist der Ort, wo man inkarniert, um sich daneben zu benehmen. Das ist die Qualität von diesem Ort. Hier ist alles erlaubt. Und niemand muss hier inkarnieren, um ein sanftes Lamm zu werden, sondern gerade das Gegenteil ist die derzeitige Qualität. Und viele Menschen wollen vielleicht genau das weiter erfahren in ihren Inkarnationen. Das ist nicht vereinbar mit einem friedlichen Miteinander. Mhm. Und von daher halte ich es für wahrscheinlich gut möglich, gut gedeckelt von spirituellen Quellen, dass wir durch Ereignisse durchlaufen, die es ermöglichen, dass sich die Zeitlinien aus dieser Perspektive heraus betrachtet spalten. Mhm. So wie die Maya vom Erdboden verschluckt worden sind, ohne auch nur ein Grab zu hinterlassen. Die sind halt einfach in eine andere Zukunft gegangen als Kollektiv. Und waren in dieser dann nicht mehr relevant. Also es wäre eine mögliche Erklärung, warum die keine Spuren hinterlassen haben, als sie gegangen sind. Und da kann ich mir vorstellen, dass es dann sich alles aufsplittet und wir einen Hippie-Planeten kriegen, wo alle Leute ganz lieb miteinander sind und sich gegenseitig Törtchen backen, aber sich ihre Dunkelheit nicht angucken. Und die werden dann natürlich immer umgeben sein, weil immer, wenn ich etwas in mir nicht sehen möchte, manifestiere ich es im Außen. So funktioniert die Schöpfung. Die werden dann halt immer umgeben sein von Mächten und Kräften und Zivilisationen, die das genaue Gegenteil von dem betreiben, was Törtchenbacken füreinander ist. Ja, die sind dann eher die Törtchen klauen. Das ist eine Möglichkeit oder andere Leute wollen einfach nur Tod und Zerstörung erfahren.
Die Fraktion ist auch da. Am Dritten Weltkrieg wird immer noch rumgezündelt. Vielleicht gibt es ja eine Zeitlinie, in der der stattfindet. Und ich erwarte so ein bisschen ein Ereignis, wo genau diese Qualität da ist, dass sich das splittet. Mhm. Wobei ich für die anderen Zeitlinien keinerlei Verantwortung habe. Mhm. Und interessant an der Stelle ist, wie das Manifestieren funktioniert. Mhm. Ich habe eins der großen Themen, die ich hatte, war aufmerksam machen, was da als Transhumanismus auf uns zurollt. Wenn ich mich jetzt selbst definiere als der Mensch, der gegen den Transhumanismus kämpft, dann kann ich Gift drauf nehmen, dass ich in der Zeitlinie lande, mhm. in der Transhumanismus sich durchsetzt. Mhm. Ja, weil ich zwar gegen etwas bin, aber auch mit dem Gegen manifestiere, dass dieses Thema, gegen das ich bin, in meiner Realität bleiben muss. Weil ich meine ganze Aufmerksamkeit, meine ganze Energie, meinen ganzen Fokus auf dieses Thema richte. Mhm. Ich könnte das auch anders leben, indem ich sage, oh wow, ich habe hier einen Meditationszyklus gerade gefunden, bei, wer es wissen möchte, bei singdat.com, singdat mit Z, zingdad.com, der ermöglicht es mir, mir eine goldene Bubble aus göttlicher Liebesenergie als Speckmantel anzumeditieren und dann geht nichts von den Funktechniken, die gerade ausgerollt werden, mehr in mein System rein. Dann können die wegen mir 5G und weiß ich was ausrollen und mich per Satellit beschießen und per Handymast foltern wollen. Diese Strahlung geht nicht mehr durch mich durch. Und damit ist sie nicht mehr Teil meiner Konfliktwirklichkeit. Das wäre jetzt ein Umgang zu sagen, wenn ich das so mache, wenn ich sage, das ist für mich nicht relevant, weil ich da nicht mehr bin, dass ich tatsächlich eine Möglichkeit schöpfe, kreiere, in einer Wirklichkeit weiterzumachen, wo es diese Bedrohung nicht gibt, weil ich das Thema überwunden habe. Ne, verstehst du die unterschiedlichen Arten und Weisen, wie ich mich Themen gegenüber behalten kann. Und das mit dem Gegen funktioniert halt nicht. Das mit dem Gegen ist trotzdem die Entscheidung für ein Thema. Wenn es darum geht, in welcher Zeitlinie lande ich. Die ganzen Friedensaktivisten werden im Dritten Weltkrieg landen, weil dort ihr Thema liegt. Hm. Nie wieder Krieg. Ja? Wer sowas als Plakat mit sich rumträgt, der manifestiert Krieg. Hm. Ja, mit diesen unterschiedlichen Realitäten, das ist ja jetzt schon irgendwie so, ne? Dieses, das, was du eben beschrieben hast mit den Hippies, die nur ihre Törtchen backen und das einfach gar nicht sehen, was aber um sie herum als Dunkelheit ist, so als ein Beispiel. Das haben wir ja jetzt auch schon so. Also die Menschen leben ja in ganz unterschiedlichen Realitäten. Das ist auch physikalisch korrekt. Wir sind im Moment in der Phase, wo dieses Splitting der Zeitlinien schon begonnen hat. Und es ist wie. Ein bisschen mehr erklären noch. Du meinst für die, die es wissenschaftlich mögen? Ja, dass ich es verstehe. Also eigentlich, die Schöpfung ist achtdimensional. Mhm. Dann gibt es sowas wie ein Crosscut, ein Querschnitt durch die acht Dimensionen, wo ein fünfdimensionaler Raum quasi als Schnitt, wenn ich das runtertransformiere in einem 3D, das ist ein Raum, und wenn ich eine Fläche nehme im Raum, ist die zweidimensional. Also ich habe eine Schnittfläche aus einem höherdimensionalen als Fläche im Raum. Und genauso kann ich eine 5D-Schnitte aus einem 8D-Realitätskörper rausschneiden. Und diesen 5D projiziere ich dann auf eine Wand. Das ist so, als würde ich ein Mobile, was ein dreidimensionaler Körper ist, mit einem Scheinwerfer an die Wand werfen und gucken mir nur den Schatten an. Und dann kriege ich ein 3D. Mhm.
in dem auch Zeit entsteht. Das ist sozusagen die Art und Weise, wie Realitäten runtergebrochen werden auf das, was wir als materielle Welt erfahren. Mhm. Und in diesen höherdimensionalen Strukturen ist es überhaupt kein Problem, etwas zu darzustellen, dass sich so ein 3D-Erfahrungsraum splittet. Dass ab einem bestimmten Punkt aus einer Linie Zweie werden, die sich dann anfangen, voneinander zu entfernen. Und eine Weile sind sie noch beide in dieser Schattenprojektion gleichzeitig sichtbar, aber irgendwann sind sie so weit auseinandergedriftet, dass diese Schatten nicht mehr an die gleiche Stelle fallen. Und dann ist plötzlich die eine Wirklichkeit für die andere transparent und nicht mehr greifbar. Mhm. So kann man sich das in etwa aus der Physik heraus vorstellen. Ist jetzt kein Konzept, was tatsächlich im Widerspruch steht zu der Hardcore-Physik. Mhm. Wenn ich Ingenieursphysik nehme, klar, die ist designt dafür, Maschinen zu bauen. Da kann ich die Komplexität von Bewusstseinsräumen nicht mit erfassen. Aber die Teilchenphysik, die Quantenphysik, die haben diese Konzepte alle an Bord. Mhm. Mit diesen Leuten könnte man auch an der Uni über solche Konzepte reden. Machen sie auch untereinander. Ist jetzt also in dem Sinne keine unwissenschaftliche Spinnerei, sondern eher eine hochwissenschaftliche Spinnerei. Mhm. Und ich erfahre uns jetzt tatsächlich in der Phase, wo verschiedene Konzepte wie überlagerte Bilder sich gegenseitig ergänzen. Ich kann mich darauf fokussieren, dass gerade alle Adrenochrom-Farmen ausgeräumt werden und die Schwarzmagie besiegt ist und gutherzige Menschen auf diesem Planeten die ganze Dunkelheit rausräumen. Das kann ich beobachten, das existiert in diesem Erfahrungsraum. Gleichzeitig kann ich aber auch sagen, hey, die gleichen Charaktere, die gleichen Leute beuten die Natur noch gnadenloser aus, bereiten die Versklavung der gesamten Menschheit vor. Also alle Denkrichtungen, alle vorstellbaren Zukünfte werden sozusagen zeitgleich vorwärts getrieben. Teilweise sogar durch dieselben Charaktere, wenn ich hingucke. Mhm. Es ist wie, als gäbe es zwei Trumps. Ein Trump in der einen Zeitlinie und einen anderen Trump in der anderen Zeitlinie. Manche Leute sagen, naja, das ist halt ein Double vom Deep State. Er ist noch da als Präsident, aber die ihn nicht mögen, haben sozusagen einen zweiten Trump ins Rennen gebracht, um ihre Entscheidungen zu promoten, über die Presse, die sie kontrollieren. So kann ich das betrachten, das würde Sinn ergeben. Ich kann es aber auch über die Zeitlinien betrachten und sagen, hier sind tatsächlich zwei komplett unterschiedliche Narrationen, die ich gleichzeitig betrachten kann. Und jetzt ist die Frage, welcher der Narrationen gebe ich meine Energie? Oder gebe ich meine Energie gar keiner dieser Narrationen? Bleib in der passiven Beobachterrolle, gucke, aha, das sind die Optionen, die die Menschheit sich gerade erschafft. Bleib aber emotional völlig neutral dem gegenüber, dann manifestiere ich mich. Zu manifestieren braucht es immer meinen emotionalen Input. Das heißt, ich kann ganz neutral sagen, ach, die eine Fraktion baut gerade kräftig am Dritten Weltkrieg. Und bin damit im Frieden, weil das ist das, was die Menschen sich kreieren wollen. Wer bin ich, denen das zu verbieten? Und dann kann ich halt nur hoffen, dass dieser Split, letztendlich das Auseinanderdriften, stattfindet, bevor die so weit sind, dass sie ihren Krieg auch kriegen. Weil dann findet der in der Realität statt, die sie betrifft, weil sie sich das manifestiert haben, aber mich nicht betrifft. Und das ist ein bisschen trickreich, weil das nimmt einem die Retterrolle komplett weg. Ne, dieses ganz tief in die Akzeptanz gehen, jeder ist der Herr seiner eigenen Zukunft, jeder ist der Schöpfer seiner eigenen Zukunft. Ich habe nicht für andere zu entscheiden, was die sich manifestieren. Das Einzige, was ich tun kann, ist mir das manifestieren, was ich gerne leben möchte. Manifestieren heißt, es fest als meine Zukunft empfinden und, was das Handeln betrifft, in Vorleistung zu gehen. Und mich nicht im Bewusstsein auf die Gegenbilder fokussieren. Also wenn ich Frieden will, dann muss ich mich auf Frieden fokussieren, nicht auf Krieg. Und gegen Krieg sein, sonst fokussiere ich mich auf Krieg. Wieder diese Tricks. Also ich muss das klar haben im Gefühl als meine Wahl und ich muss
in Handlungen gehen. Mhm. Also mir selbst den Vertrauensvorschuss geben, dass das, was ich mir kreiere, auch tatsächlich kommt und zeigen, dass ich es leben möchte. Mhm. Wenn ich mir einen Planeten wünsche, in dem alle in Permakulturgärten leben, dann ist es gut, wenn ich meine eigene Permakultur starte. Mhm. Wenn ich das nicht tue, werde ich diese Zukunft nicht erleben, weil ich keine Energie ins Handeln gebe. Das ist ein ganz wichtiger Schritt in der Manifestationstechnik, mhm. dass ich aktiv werden muss und meine eigene Vision anschiebe mit mhm. aktiven weltlichen Schritten. Ja, ich kann mir einen Parkplatz manifestieren, aber wenn ich nicht losfahre, dann werde ich den nicht finden. Mhm. Also es gibt ja so zwei große Strömungen, finde ich. Es gibt da Menschen, die in diese grüne Richtung sich bewegen wollen, Permakultur, Rückverbindung zur Natur, im Einklang leben. Und dann gibt es ja auch totale Technik-Freaks, die das einfach auch super spannend finden, was da alles möglich ist. Und bis hin, dass wir irgendwie uns verknüpfen können mit Maschinen. Glaubst du denn, dass jetzt die Menschen, die diese Rückverbindung zur Natur sich wünschen, trotzdem noch Technik nutzen werden, nur in einer Art und Weise, die dann ja auch im Einklang steht mit dieser göttlichen Harmonie und Ordnung? Nichts von der Technik, die wir heute kennen. Mhm. Die ganze Technik, die wir heute kennen, ist kontraproduktiv. Mhm. Wenn ich telefoniere mit Handys, werde ich niemals lernen, Telepathie zu betreiben. Mhm. Weil ich brauche es nicht. Wenn ich keine Handy habe, dann habe ich meine Liebsten auf dem Schirm. Mhm. Ja, mein Jüngster war letzten Herbst über Silvester in Südamerika und ist da in die Aufstände reingeraten. In die Straßenschlachten, wo mit scharfer Munition geschossen wurde. Und als das passiert ist, stand ich komplett unter Strom hier, habe seine Bilder gesehen, wo er gerade durchgeht, habe dann mitgekriegt, wie er aus dem Kessel rausgekommen ist, wieder in friedlichere Straßenzüge rein und habe mich dann entspannt und musste noch 2 Monate warten, bis ich mal direkten Kontakt mit ihm hatte, wo er erzählt hat, dass ihm das passiert ist. Mhm. Ja, also diese Verbindung von Wesen zu Wesen, dass ich übers filigrane Mitfühlen jederzeit auch mit jemandem kommunizieren kann. Mhm. Das ist absolut erreichbar. Mhm. Aber nicht, wenn ich es nicht übe. Und solange ich mit Handys umgehe, rufe ich halt mal eben an und übe natürlich nicht. Mhm. Ja, also da stehen Entscheidungen an, was will ich? Und da geht es eben auch um diese Handlungsschritte. Mhm. Wenn ich in einer Welt landen möchte, in der Telepathie normal ist, dann sollte ich Telepathie nutzen, soweit ich es kann und an meinen Fähigkeiten feilen und meinen Körper reinigen, dass ich noch feinfühliger werde. Sonst wird das nichts. Da brauchst du die Handlung, die aktive. Ich weiß auch, dass prinzipiell Menschen zu Bilokation und Teleportation fähig sind, wenn sie ihr volles Potenzial leben. Wozu brauche ich da ein Auto? Mhm. Oder ein Flugzeug? Unsinn. Also auf der astralen Ebene ist das leicht, woanders hinzukommen, aber es gibt auch genug bewiesene Fälle, wo Leute körperlich gleichzeitig an 2 Orten anwesend waren oder mal eben rübergeswitcht sind woanders hin. Mhm. Es ist so viel möglich mit der vollständigen Natur vom Menschen. Mhm. Dass dieses ganze Technikgeplänkel, das ist wie eine Krücke. Warum soll ich mich selbst verpflichten, mit einer Krücke weiterzulaufen, wenn ich heilen kann? Und warum haben wir das denn überhaupt gemacht? Warum haben wir Menschen das überhaupt gemacht, dass wir das alles erfunden haben? Nur um dann hinterher zu sagen, nee, also das war jetzt ein Irrweg? Das ist eine gute Frage. Also
Die Grundidee ist, von dieser Realitätsebene sich in absoluter Trennung selbst zu erfahren. Wir inkarnieren hier, damit wir vergessen, dass wir eins mit der Quelle sind, dass wir uns tatsächlich als vollständig getrenntes Individuum wahrnehmen, um da in dieser Trennung Erfahrungen zu sammeln, die im Einheitsbewusstsein nicht möglich sind, sie zu machen, um dann aber wieder nach Hause zurückzukehren. Das ist also das Ego treibt uns raus aus der Einheit und die Liebe holt uns zurück. Das ist so der grobe Zyklus. Und in der Trennung geht es halt um diese ganzen dunklen Konzepte, wie Kontrolle. Und Technik ist ein Teil der Kontrollmöglichkeiten, die wir haben. Ist aber dunkel, deutlich. Also es ist Trennung. Es ist materiell, es ist völlig verloren in der materiellen Welt und ignoriert das spirituelle Potenzial, was wir haben. Ja, für mich ist das ja auch die Erfahrung von Freiheit, die man durch diese Trennung haben kann, weil ich mich eben auch dagegen entscheiden kann. Und ich kann mich jetzt aber auch in Freiheit wieder entscheiden, im Einklang mit dieser göttlichen Harmonie und Ordnung zu leben. Ach, das Wort Freiheit ist echt so ein Unwort. Ja. Also da stimmt nichts dran, von vorne bis hinten. Die ganzen emotionalen Verknüpfungen mit Freiheit. Nehmen wir die Sklaven. Die Sklaven hatten ein Zuhause, hatten ein Masser, der sie ernährt und versorgt hat. Und sie haben halt getan, was man ihnen gesagt hat, was sie tun sollen, im besten Sinne. Und dann waren sie plötzlich frei. Was in der damaligen Welt nur bedeutet hat, dass sich niemand mehr um sie gekümmert hat. Ja, dass sie sind auf einen freien Arbeitsmarkt geschmissen worden. Und wenn sie eine Woche keinen Job hatten, mussten sie verhungern, weil sich niemand mehr für sie zuständig erklärt hat in dem System. Was ist da gut an Freiheit in dem Sinne? Klar, wenn ich ausgepeitscht werde von meinem Masser jeden Morgen und jeden Abend, einfach nur aus purem Sadismus, dann wünsche ich mir natürlich nichts sehnlicher, als da rauszukommen aus der Misshandlung. Aber die Misshandlung hat nichts mit dem Konzept Freiheit zu tun. Die Misshandlung hat was mit dem Konzept Misshandlung zu tun. Missbrauch, obsessive Gewalttätigkeit. Das ist eigentlich ein ganz anderes Thema, was da aber mit reinspielt. Überall, wo frei dran steht in unserer Gesellschaft, steckt eigentlich nur Freimaurer drin. Ja. Die freie Presse ist eine Freimaurer-Erfindung in Frankreich, 17. Jahrhundert. Haben festgestellt, wie gerne die Leute Romane lesen, also haben gesagt, dann machen wir jetzt den Tratsch über die Tagespolitik auch in Buchform, um den Tratsch kontrollieren zu können. Was ist da frei dran? Es ist von der allerersten Minute an ein Manipulationsinstrument, wo die Leute nachgerichtet werden. Ja, da wird ja auch ein Wort missbraucht. Ne? Ich meine, Missbrauch haben wir ja einfach überall. Und wenn ich Freiheit halt für irgendetwas benutze, dieses Wort, was eigentlich damit überhaupt nichts zu tun hat, dann ist es auch ein Missbrauch von dem Wort. Das ist einfach eine Verdrehung. Also Freiheit ist wie der Versuch, etwas zu greifen, indem ich das beschreibe, was drumherum ist. Wenn ich den Begriff Selbstverantwortung nehme, da ist Substanz drin, da ist Qualität drin, da kann ich tatsächlich etwas bestimmen. Da ist es greifbar, total. Freiheit ist immer Freiheit von. Freiheit ist, wenn ich nicht an der Selbstverantwortung gehindert werde. Aber nur weil ich frei bin, bin ich nicht selbstverantwortlich. Und die meisten Leute begnügen sich damit, sich danach zu sehnen, dass sie niemand mehr gängelt, statt zu begreifen, dass sie niemand mehr gängelt, wenn sie wissen, was sie wollen.
Verstehst du, da ist sozusagen eine Falle drin. Der Fokus ist in der Projektion. Wenn ich über Freiheit nachdenke, ist der Fokus in der Projektion. Wenn ich über Selbstverantwortung nachdenke, ist der Fokus in den tatsächlichen Lebens- und Handlungsmöglichkeiten. Mhm. Und wenn ich das dann mache, wird sich herausstellen, dass ich tatsächlich frei bin. Mhm. Ja. Wozu nutzen die meisten Menschen ihre Freiheit? Die nutzen ihre Freiheit, sich bei McDonald's 200 Kilogramm Körpergewicht anzufressen und Pornos zu gucken. Mhm. Ja, das ist das, was Menschen aus Freiheit machen, wenn man sie einfach nur tun lässt, was sie tun nicht wollen, sondern was sie halt dann so tun. Mhm. Da ist in sich keine Qualität drin. Es ist einfach nur die Abwesenheit einer Gängelei, und die Abwesenheit einer Gängelei kreiere ich mir, indem ich weiß, was ich will. Mhm. Wenn ich nicht weiß, was ich will, kreiere ich mir mit Menschen, die für mich entscheiden. Mhm. Und dann kreiere ich mir die Gängelei. Das ist Drama-Interaktion. Mhm. Dann sind wir doch wieder bei den spirituellen Sachen gelandet. Das ist immer im Kern. Wir wollten über die äußeren Dinge reden, über die materielle Welt, aber so funktioniert es halt nicht. Mhm. Das Materielle ist und bleibt ein Ausdruck der Energetik, des Geistes und des Gehirns. Ja, wir waren ja, der Ausgang war ja, wie haben wir das genannt? Strukturen von Systemwechseln. Hm. Mhm. Ja, nee, das haben wir aber gut gefüllt dann. Mhm. Weil es geht ja genau um die Dinge, die wir richtig machen können. Mhm. Und die sind nicht wirklich da, wo man sie so aus dem alten Denken heraus erwarten würde, im Sinne von, wir brauchen ein besseres System, sondern es ist tatsächlich, was muss ich in mir aktivieren? Mhm. Damit das, was neu ist, tatsächlich ins Leben kommen kann. Mhm. Ja. Und da fange ich in mir an und nicht in dem, was sich dann tatsächlich manifestiert. Es sei denn, ich finde es vor und kann es nachleben. Wenn ich jetzt etwas finde, was in meinen Augen perfekt dem entspricht, was ich leben möchte, dann kann ich mich dazu gesellen. Das werden letztendlich die allermeisten Menschen genauso tun. Aber im Moment sind wir in der Phase, wo wir Pioniere brauchen. Wo wir was? Pioniere brauchen. Mm. Wir brauchen die, die es aus dem Nichts aus sich heraus schöpfen. Mm. Ich finde, es fühlt sich aber auch leicht an. Also leichter, als wenn man immer denkt, es muss der ganz große Wurf passieren, weil das ist etwas, wo ich einfach für mich Verantwortung übernehme, für das, wie ich leben möchte, wie ich mich fühlen möchte. Und das ist irgendwie ein überschaubarer Rahmen. Ja. Ja, und ich bin vor allen Dingen an keiner Stelle von anderen abhängig. Ja. Das geht mir immer fürchterlich auf den Keks in diesen weltanschaulichen Diskussionen, wo Leute sich gegenseitig fetzen, was wir alles verändern müssen, damit es gut wird. Mhm. Und wenn alle Menschen dies tun, dann haben wir das und das. Ja, aber wir können nicht über alle Menschen bestimmen. Mhm. Es ist völlig witzlos, auch nur eine Sekunde in die Richtung zu denken, was wäre, wenn alle etwas anders machen. Mhm. Der Einzige, über den ich volle Souveränität habe, bin ich selber. Mhm. Also muss ich eigentlich ausschließlich darüber nachdenken, was kann ich anders machen. Und wenn ich es anders mache und das die richtige Entscheidung war, dann wird das eine gewisse Strahlkraft haben. Dann werden die Menschen plötzlich aufmerksam, hey, es fühlt sich ja ganz anders an. Was hast du da gerade gemacht? Ja, wie bist du da drauf gekommen? Teil doch mal deine Erfahrung. Und dann kann man seine Erfahrung teilen. Dann kann der andere aus seiner eigenen Kraft heraus sagen, wow, ich mach's, aber ich mach's vielleicht anders. Ich mache es auf meine Art. Und dann kommt mehr dazu. Ne? Mehr, als wenn ich jetzt nur 1:1 kopieren würde. Mhm. Das Wichtige ist, dass es aus dem Selbst kommt.
Ja, sehr schöne Vorstellung, wie wir da weitergehen, wir Menschen. Gibt es noch irgendwas, was du gerne zum Abschluss sagen möchtest? Ich muss noch eine Referenz setzen. Also einige Dinge, die ich jetzt geteilt habe, sind nicht auf meine Mist gewachsen. Ich habe schon erwähnt, dieses singdat.com ist für mich im Moment die einzige externe Inspirationsquelle, wo ich wirklich hingucke. Mhm. Wir haben ganz lange Jahre lang nur im kleinen Kreis an uns selber gearbeitet und gemacht, was ging. Und ich habe nicht versucht, im Außen von irgendwem irgendwas zu lernen, weil da war einfach lange nichts. Und zumindest für die Leute, die sich nicht gegenseitig Küchlein backen wollen und nicht davon träumen, die Welt zu beherrschen, das sind die beiden Lager, sondern die, die tatsächlich das gesamte Bild sehen wollen und in dieses Einheitsbewusstsein zurück wollen, zurück zur Quelle, zurück zum Vollbewusstsein, auch über die eigene Dunkelheit, die als Potenzial da liegt. Da kann ich wirklich nur empfehlen, mal bei diesem Singdat reinzugucken, in die Meditationszyklen, die er hat, weil da liegt in der Summe eine Menge an Handwerkszeug, um die ganzen Heilungs- und Entwicklungsschritte sehr systematisch und sehr akkurat und sehr schnell zu vollziehen. Mhm. Also selten was gehabt, was mich so effektiv nach vorne gebracht hat. Mhm. Okay, vielen Dank. Das einfach als Referenz nach außen. Mhm. Und und vielleicht generell als Tipp mal anzufangen, in der Selbstbeobachtung zu unterscheiden zwischen diesem getrennten Selbst, dem Ego, dem Tagesbewusstsein, was mit allem Möglichen identifiziert sein kann. Also ein Tagesbewusstsein ist mit allen Dämonen identifiziert, egal ob selbst geschaffen oder Dinge, die von außen in einen reingetunnelt sind, und das ist einfach ein Cocktail aus Verstand und Emotionalkörper, und das Herz ist uns ausgeschaltet worden. Das gehört zu diesem Spiel der Trennung mit dazu, dass wir eben nicht mehr den Zugang zur Quelle hatten. Und das ist so dabei wieder zu heilen, das heißt, mehr und mehr Menschen kriegen in Teilen wieder einen Zugang zu ihrem Herzen, zu ihrem waren selbst, zu also zu der Göttlichkeit in uns durchs Herzchakra. Und das ist für mich so ein bisschen die Leitlinie, mir immer im Bewusstsein zu halten und immer zu hinterfragen, wenn irgendein Impuls aus mir kommt. Gehört das noch zu dem alten, getrennten Selbst, oder ist das schon Teil von dem neuen, göttlichen Selbst, was da spricht, handelt, wünscht, macht? Und jede klitzekleinigkeit wird auf diese Waagschale gelegt. Was ist es? Gehört es zu dem, was bleiben oder was kommen soll, oder gehört es zu dem, was gehen darf? Und diese Frage immer mitzuführen, egal wo man ist, mit wem man spricht, was man tut, das ist einfach der Motor, die Antriebskraft, um sich selbst zu verändern, um zu heilen und zu wachsen. Das ist Bewusstsein. Ja. Hm. Ja. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für dieses Gespräch, Harald. Es war sehr interessant. Dann, ja, freue ich mich drauf, wenn es online kommt. Ja.